Da bin ich wieder und das sogar im Auswahlmenü der letzten Beute vom letzten Match, das wir gewonnen haben. Kann ich gleich alles A wieder new heimfliegen. station has been built on the planet. A member of your team is completely healed. A new item has been produced. Ja, okay, lauter neue Meldungen. Hat sich. Mal gucken. Übersicht. Nee, da hat sich noch nichts. Aber das teste ich jetzt schnell mal aus. Bei wem? Hier? Nee. Weg, 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 weg. Und? Großmager. Schuss auf dem Munition. Na gut, nee, das geht schon mal nicht. Du bekommst dann wieder die Sensoren. Einfach nur so. Werden wahrscheinlich eh nicht mehr verwendet, aber einfach nur damit ich sie habe. Und dann fange ich eigentlich schon mal an. There is no production running. If we are to achieve victory, we must manufacture weapons. LR-Schuss auf Munition in menschlichen Feuerwaffen, die in größere Reichweite, aber dafür weniger Durchschlagskraft besitzen. Gebrauch in menschlichen Feuerwaffen, die in geringere Reichweite, aber dafür einen größeren We may produce more items by working simultaneously in different workshops. Ja, ich baue mal mir einen kleinen Vorrat an von den fragwürdigen Magazinen. Man weiß ja nie, für was man es braucht. Kann man nicht so. Geht schneller. Und ganz viel Großkampf. Ja, blöde Angewohnheit. So, das wird jetzt 4, 6, ja. Ja, 6,5 Tage dauern. A member of your team is completely healed. A member of your team has finished training. Na gut, also wer ist jetzt alles fertig? Some Polytechnisches. people may have Das more ist dann than wieder one ein class. Mechaniker, das war der. Der hat jetzt Waffen. Nee, was hat denn der bitte schon? Ja, egal. Du kommst in die Werkstatt. Und ansonsten ist eh keiner. A new station has been built on the planet. New technology has been researched. We can attack new territory. Okay, also neue Technologie, das war jetzt alte marsianische Technologie. Mal gucken, was sich da jetzt Research gedacht will hat. progress faster if the more experienced scientists participate. Ja, okay. Geruchsabsorbierung, Tierwesen. Egal wie vorsichtig unsere Soldaten auch sind, die Tierwesen erkennen sie immer einen Geruch. Interessant. Interessant, interessant. Some of the scientists are unemployed. Schallschlucker. We could consider building a new lab. Das ist ja natürlich jetzt für die Verhütung. Chemikalien immer noch begrenzt. Ich würde gern mal die Tierwesenobduktion und ja, okay, da brauche ich die Pathologie und dafür brauche ich keine Ahnung, irgendwas halt. Alienbiologie, ich glaube das. Interessant, interessant, interessant. Aber schlechtes Timing. Ich muss schnell einen kleinen Cut machen. Ich muss schnell wohin. Also, sorry Leute, aber ich bin gleich wieder. So, da bin ich wieder. Für euch war es jetzt nur ein kurzer Augenblick. Für mich ein bisschen mehr. Und spezielle Militäroperationen. Nee. Bisher nicht das. Das Gerät, das während unserer Mission bei der Ausgrabungsstätte aktiviert worden ist, war zweifellos ein Hyperraumtor. Wir müssen mehr darüber herausfinden. Ja, jetzt will ich aber trotzdem das alles erstmal fertig forschen, bevor ich mit anderen Sachen anfange. Besonders Laserwaffen. Wäre sicher praktisch, wenn ich das auch mal ein bisschen drauf tue. Prioritätenlisten. Alienbiologie wäre jetzt mal gut, damit ich dann auch Aliens besser verletzen kann.
Hyperraumtor-Technologie ist auch wichtig, damit ich mal begreife, warum das so ist. Na gut, das lasse ich jetzt mal. Und das wieder verlaufen. A new station has been built on the planet. A member of your team has finished training. The aliens have occupied neighboring territory. A new item has been produced. We can attack new territory. Faszinierend, die Tierwesen metzeln sich gerade durch die Retikulaner durch. Ich glaube, da müsste ich dann bald mal an. Das könnte ich mir eigentlich ausnutzen, um in das Reticulaner-Territorium einzufallen. A new station has been built on the planet. Input of resources has been increased. So, habe ich jetzt genügend Edelmetalle? Präzisionswerkstatt, das ist schön. Okay, wo baue ich es hin? Das ist nur so ein. Baue ich es dahin oder dahin? Na, ich schmeiß es dahin. So, dann kann ich eh schon nichts mehr. Ja, warte, was. Chemische Werkstatt. Chemikalien ausreichend. We are now able to construct a new type of building. Interessant. Na gut, also als erstes, da ist der Ingenieur. Du gehst mal in den Bauhof und baust dann einfach mal das Gebäude. A new station has been built on the planet. Our territory has been invaded. Ach, das war durch jetzt. New technology has been researched. So, der Radar ist jetzt auch fertig. Was, Gefahr warnen, so dass wir besser darauf reagieren können. Wir müssen solche Situationen nicht überall errichten, aber die Grenzregionen mit ihren reichen Rohstoffen verdienen diese Art von Schutz. Na gut, mal gucken. Da würde ich mal eine Radarstation bauen. Da würde ich auch eine bauen. Da unten würde ich eine bauen. Da oben und da auch. We can attack new territory. Our territory has been invaded. Ach komm schon. A new building has been constructed at the base. Na gut, das ist jetzt auch schon erledigt. Personal da was? Bauhof in die Werkstatt. Produktion und nicht genügend Metall. Verdammt. Radarstation, Radarstation. Warte, das müsste eigentlich so auch gehen. Ja. Mit Apps. Metallmine wurde gebaut. Ja. We hold some raw material deposits. That have still not been used. Na gut. Dann verteidige ich erstmal da unten nochmal. Und dann kann ich gleich darüber fliegen. So. Die sind jetzt auch schon wieder alle aufgeheilt. Das ist schon mal gut. So, jetzt hast du auch mal eine richtige Waffe, wenigstens irgendwas. Du kommst dahin und du stellst dich dahin. Oder? Nee, du kommst dahin. Ja, okay, alles in die Knie, auch wenn du schon alt bist, auch in die Knie.
Here I am, sir. Du auch in die Knie und da drüben auch in die Knie. I got one. So, da kommt schon das erste Opfer. Enemy spotted. Ready. Ja, da kommt sogar mehr. Nein, dann schießt du auch mal darüber. Dann kommt da viel. Geh mal du rauf. Waiting for orders. Jetzt darfst du auch schießen. Ja, das ist wichtiger, die Echse. Und euch schicke ich mal dahin. Ups. Verdammt, haben wir ein gutes Ziel. Ah, Feinde. Ready, sir. Da mache ich dann gleich mal wieder eine Speeraufteilung. Ah ja, schieß halt da runter. So, ihr schießt da rüber. Habe ich schon lange? Zu meinem Glück keinen mehr mit Granatwerfer gesehen, also keinen so einen Granatwerfer-Alien mehr. Die sind eh nicht so unbedingt beliebt bei mir. Okay. Den Rest kann dann mein kleiner Ogla erledigen. Das hätte ich irgendwie an wie aus einer Fernsehserie, das Haustier einer Familie. Also so eine Weltraum-Fernsehserie, so eine Komödie und dann ja kleiner Ogla. Okay, da brauche ich euch zwei. Und das ist hoffentlich dann eh schon wieder der letzte. Das war jetzt bei den letzten paar Mal auch ziemlich schnell eigentlich. Hallo, schießt der? Nee, da ist noch einer. Ah, schade, schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es der letzte gewesen wäre. Aber... das geht's auch. Du kannst, ja. Die Reichweite ist echt nicht so das Wahre, aber. Ja, okay. Sir, Sector's mine. What's next? Gehst du nicht drauf? Ach, das gibt's doch nicht. Ah, die Entfernung ein bisschen verringern. Und auch ein neues. Geht doch. Es war... oh. Und ich spreche noch davon. Oh, zum Glück ist ja keiner da mit dem Granatwerfer. Ja. Denkste. Gut. Weg hier. Dann nochmal, da stelle ich jetzt schnell ein bisschen was um. Alle bitte auf Schnellfeuer. Ach, komm schon, das gibt's doch nicht. Ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Die nieder. So, und weg mit der verdammten Kanalratte. Oder wie das Vieh nochmal hieß. Ja, Kanalratte. So. Verdammt nochmal. Und schieß es nieder. Lass es nicht schießen. Ja, tot. Ja, das ging doch schön. Der Granatwerferbastard war zwar dabei und es ging mir wieder auf die Nerven, aber wenigstens hat er mir keinen großen Schaden zugefügt. A member of your team has finished training. Okay. Training abgeschlossen. Wer war das?
Das müsste ich auch noch. Also heute habe ich auch wieder. Muss ich auch noch machen. Intuition ein bisschen verbessern. Du kannst auch ein bisschen besser werden. Ansonsten. Ingenieur war keiner dabei, der was jetzt irgendwie. Ups. Okay, du hast dein Scharfschützentraining abgeschlossen, das ist schon mal gut. Ja. Erobere ich schnell die Stelle zurück. Ja, das ist auch. Ich frage mich gerade nicht, was das für Lichter sind. Oh, okay. Da sieht man schon die ersten Veränderungen in der Spielwelt. Also jetzt wachsen schon Kakteen oder was das sein sollen, also irgendwelche Pflanzenarten, die was schon die Strahlung ein bisschen minimieren. Also ich schätze mal, dass auch die Pflanzen einen Großteil der Strahlung in sich aufnehmen, wodurch die Umweltstrahlung einfach geringer wird und dadurch, und auch jetzt dadurch, dass sie Oxidantien bilden, also Sauerstoff, Methan und was weiß ich nicht alles, bildet sich auch dadurch die schöne Ozonschicht, was auch ein bisschen die Sonnenstrahlung, die böse Sonnenstrahlung abfängt. Aber das ist jetzt auch alles nur Wissenschaftsgerede für alle, die was sich ein bisschen mit der Biologie und so auskennen. Aber. Okay, das lassen wir mal so. Your orders. Heading out. I read you, sir. It won't work. Impossible. Impossible. Gut. Bist du dahin? Bleibst da. Here I am, sir. I'm here. Ich jetzt ausgerechnet das. Yes. Engaging. Any orders? Ja, nie. Vielleicht noch ein bisschen mehr von denen, die was Granaten schmeißen können. Ah, Gott. Könnt ihr alle da drauf schießen? Oh oh. Okay. Was sagst du da oder da? Sieht beides aus, als würden sie dahin fliegen. Underway. Aber ich will kein Risiko eingehen. Ah, okay. Ready. Whatever. Enemy incoming. Wo? Schon wieder da oben? Ja. Uah, knapp. Under attack. Noch knapper. I'll get him. I am here. I'll do my best. So, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen leiser, weil ich voll in Konzentration bin. Ah, komm schon! So, ah nee, das wollte ich nicht. Einer weniger. Ah, wo schmeißt du das jetzt schon wieder hin? Egal, ihr bewegt euch mal dahin. Gut ausgewichen. Du kannst. Ah, nee, nicht darauf laufen. Ah, genau. Was wahrscheinlich eh schon einigen von euch jetzt aufgefallen ist in den letzten Folgen. Ich habe das Renderprogramm umgestellt, weil das letzte Renderprogramm hat so hoch gerendert, dass es am Bildschirm angepasst wird, aber dafür oben und unten alles weggeschnitten und jetzt habe ich so ein neues Renderprogramm. Jetzt haben wir zwar links und rechts einen schwarzen Rand. Aber dafür wird das Richtige so richtig gut gerendert. So, ihr knallt das mal weg. Ihr geht mal dahin, damit ihr den Ratten den Rest geben könnt. Ready, sir. I am here.
Du darfst auch darauf schießen. Nein, ich bin ja so umzingelt gerade, weil ich eine Scheiße Idee von mir. Ah, der Ogler. Der könnte jetzt mal wieder ein bisschen arbeiten. Ah, okay. Hast eh kein Ziel, dann heil. Okay, einer weniger im Feind. Der dürfte da weiterhin schießen. No way. Bang, bang. Also das ist kein wirkliches Ziel. Ah, dafür. Kannst du mal da ein bisschen rumheilen und ihr holt euch ein besseres Feuerfeld. Und du kannst dahin gehen. Ah, der steht eh schon auf. Der bleibt liegen. Ha. Boom, Headshot, voll ins Knie. So heißt es ja schön. So, du darfst auch geheilt werden. Ah, ihr seht eh schon wieder neue Feinde ankommen. Also, darum darf sich er kümmern. Ihr zwei dürft ihn töten. Dann dahin. Er hat fertig geheilt. Okay, wem heißt das nächstes? Wer braucht das? Wer ist in der Nähe? Ja, ein oder zwei. Wir haben jetzt auch schon ein besseres Feuerfeld. So, weg sind sie. Ah, jetzt wird aufgeräumt. Ups, ja, egal. Heading out. Sorry, no way. Okay, ihr geht mal da ganz rauf. Du knallst auf dahin. Du bist da rauf. Under attack. Under attack. Your orders, sir? I am here. Da kommen halt auch immer mehr und mehr Feinde. Okay, jetzt. Du kannst mal in die Hocke gehen und ihr. Schmeißt es. I see them coming. Enemy incoming. Also schmeißt es dahin. Ja. Wie viele Feinde kommen da noch? Du gehst mal dahin. Waiting for orders. Moving out now. Und ihr könnt euch darüber hin bewegen und gucken, ob ihr vielleicht da oben was machen könnt. No way. Schon langsam kommt es mir als viele für, dass ich die zwei raufgeschickt habe. Die könnten man da unten doch ein bisschen noch gebrauchen. Aber dafür werden mal die geheilt. Die gehen in die Knie und schießen auf das Vieh. In die Knie das Vieh. Da knallt es nieder. So. Einer weniger. Ihr knallt darauf, das ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, und du darfst auf das schießen. Hoffentlich hält er nicht die Munition auf hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Munition ich mitgenommen habe. So, da wird jetzt auch schon schön aufgeräumt. Und ich habe das Gefühl, dass oben nicht mal irgendwo ein Feind ist. Also ich glaube, da bin ich jetzt ziemlich umsonst drauf gerannt. Sieht stark danach aus. Ja, gut. Habe ich jetzt? Ja, das war's. Okay, jetzt bin ich eh schon wieder auch über der Zeit. Also in letzter Zeit habe ich das öfters, aber das soll halt mal so sein. Damit beende ich schon wieder diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.